Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Oliver Schirmer hier und heute habe ich einen Tipp für dich, wie du dein Network-Marketing-Geschäft effizienter und effektiver aufbauen kannst. Und dazu bedienen wir uns dem ökonomischen Prinzip. Keine Sorge, es wird jetzt hier keine Fachschulung in Betriebswirtschaftslehre, sondern du fragst dich wahrscheinlich, was das ökonomische Prinzip jetzt mit Network-Marketing zu tun hat. Und möchte ich dir erklären. Schauen wir uns die Definition einfach mal kurz an. Ja? Auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung habe ich hier eine kleine Definition dazu gefunden. Und zwar, ökonomisches Prinzip bedeutet Grundsatz der Wirtschaftstheorie, nach dem vernünftiges wirtschaftliches Handeln unter den Bedingungen knapper Mittel zur Erreichung wirtschaftlicher Ziele, zum Beispiel Nutzenmaximierung etc., erfolgen sollte. Und da habe ich so für mich gedacht, das ist ja Network Marketing in Reinform. Ja? Und wir wenden uns da heute mal dem Minimalprinzip zu, also das ökonomische Prinzip gibt es das Minimalprinzip und das Maximalprinzip. Ich möchte jetzt mal kurz auf das Minimalprinzip eingehen und wie du das für dich dann dementsprechend nutzen kannst. Gerade im Network Marketing geht es doch darum, dass man ein Ziel mit möglichst wenig Aufwand erreicht. Ja. Und das hört sich doch auch super an. Ja. Und noch besser wäre es, wenn man dabei die Arbeit einmal macht und dann nie wieder machen muss und immer wieder dafür bezahlt wird. Ja. Und genau diese Möglichkeit haben wir beim Network Marketing. Das ist wie beim Schreiben von einem Buch. Ja, muss einmal die Arbeit investiert werden. Ja, man muss einmal die Arbeitszeit investieren, man muss einmal die ganze Power reinstecken, dann ist das Buch geschrieben und dann kann es im Prinzip 100-fach, 1000-fach verkauft werden. Und so ist es doch im Network Marketing auch. Wir können Kunden gewinnen und immer wenn wir einen Kunden gewonnen haben, dann können wir immer und immer wieder an dem Kunden verdienen. Oder wenn wir einen Vertriebspartner rekrutieren oder eine Vertriebspartnerin rekrutieren, dann können wir diese ausbilden und können dann immer wieder daran partizipieren, weil wir an den Umsätzen beteiligt werden. Ja. So, und für all diese Grundvoraussetzungen oder für all diese Möglichkeiten braucht man noch nicht mal eine nennenswerte Investition. Ja. Bei uns im Unternehmen brauchst du gar kein Geld investieren, um starten zu können. Bei anderen Unternehmen vielleicht einige wenige 100 Euro. Also nichts, was jetzt nennenswert ist und wovon dann, ich sag mal, das ganze Leben dementsprechend abhängt, wenn es denn schief geht. Ja. Also von daher schauen wir uns das einfach mal an, wie du das am besten effizient und effektiv von Anfang an aufbauen kannst, weil wenn es dir darum geht, dein Network-Marketing-Geschäft nach quasi diesem Prinzip dann auch aufzubauen, dann musst du unbedingt darauf achten, dass du deine eigene Zeit maximal wertschätzt und als höchstes Gut betrachtest. Und viele Menschen im Network-Marketing nutzen ja volles Potenzial nicht aus und der Grund dafür ist, dass sie einfach zu beschäftigt sind. Ja? Sie sind zu viel beschäftigt mit Aufgaben, die zwar viel Zeit in Anspruch nehmen, aber letztlich wenig zum, ich sag mal, zum Network-Marketing-Erfolg oder zum eigenen Unternehmenserfolg beitragen. Und ich persönlich bin Freund vom Pareto-Prinzip, der 80-20-Regel. Und es ist einfach wichtig zu erkennen, dass es nicht entscheidend ist, wie viel Zeit du investierst, sondern wie viel Zeit du in die richtigen Aktivitäten investierst. Und es gibt leider Gottes auch im Network Marketing super viele Ablenkungen und super viele Zeiträuber. Ja. Du solltest also auf jeden Fall ein paar Dinge unterlassen. Ja. Und die würde ich gerne mal ganz kurz mit dir gemeinsam hier durchgehen. Und zwar zum einen solltest du unterlassen, Teampartner, das ist sehr klein hier, Moment, das müssen wir hier ein bisschen größer machen, deine Teampartner zu motivieren. Schau, es ergibt doch einfach keinen Sinn, Menschen zum Jagen zu tragen, die gar nicht jagen wollen. Deswegen, du solltest dich lieber auf die Menschen konzentrieren, die jagen wollen, und darauf solltest du dich konzentrieren, dann diese Menschen eben halt einfach weiterzuentwickeln. Und häufig werde ich dann von Teampartnern gefragt, woran erkenne ich denn die? Ja, wer diejenigen sind, die es lohnt, weiterzuentwickeln? Und die Antwort ist eigentlich super einfach. Ja, ein Macher, den erkennst du am Machen. Ein Unterlasser, den erkennst du daran, dass er eben nichts macht. Und jemand, der gelegentlich was macht, das ist halt dann ein Gelegenheitsmacher. Ja? Und das erkennst du halt daran, dass er halt einfach nur ab und zu mal was macht. Und das Wichtige an dieser Stelle ist einfach zu verstehen, dass du alle
Parteien, ja, also alle Gruppen, ja, in deinem Geschäft vorfinden wirst. Und du musst aber für dich dann einfach ganz genau wissen, wie du mit den einzelnen Charakteren dann dementsprechend halt einfach umgehen musst, ja. Und deshalb bin ich eben ein Fan auch von maximaler Automation, aber nicht, und das ist mir wichtig an der Stelle zu sagen, es geht nicht darum, den Kontakt zu Menschen zu vermeiden, sondern es geht einfach darum, Werkzeuge, ja, zu nutzen, um, ich sag mal, die eigene Zeit so zu respektieren, ja, und so zu nutzen, dass du die maximale Zeit bei den Partnern einsetzen kannst, wo es sich auch lohnt, diese weiterzuentwickeln. Ja, ich hoffe, das macht Sinn. Schau, es gibt noch etliche weitere Zeiträuber, auf die ich jetzt gar nicht hier an der Stelle groß eingehen will. Ja, kaum sind die ersten Partner da, werden Schulungen erstellt, es werden unproduktive Meetings abgehalten. Ja, und das alles trägt dazu bei, dass ja, und das alles trägt einfach dazu bei, dass deine eigene Zeit ja darunter leidet und du nicht ja die Zeit zur Verfügung hättest, die du brauchst, dann um diese an der richtigen Stelle dann dementsprechend einzusetzen. Ja, dann ein weiterer Punkt ist, dass die meisten kein klares System haben. Die haben keine Klarheit darüber, ja, was wirklich wann und wie auf welche Art und Weise zu tun ist. Ja, und wenn man da einfach schon mal Klarheit darüber hat, ja, was genau getan werden muss, wann es getan werden muss, wie es getan werden muss, dann ist es ein richtiger Gamechanger für viele. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme zum Punkt. Ja, kurzum lässt sich einfach sagen: Arbeite mit System. Ja, schützt deine Zeit. Ja, und vor allen Dingen umgib dich nicht mit den falschen Leuten. Ja, sondern wähle sorgfältig, wo du Zeit investierst und verwende diese dann für die richtigen Aktivitäten. Ja? Also im Kern musst du einfach bei allem, was du tust, die Antwort auf die Frage finden, wie kann ich das, was ich jetzt tue, einfach so tun, dass ich die Hauptarbeit nur einmal mache, ja, oder machen muss, um zukünftig immer wieder drauf zurückgreifen zu können. Ja? Also das können zum Beispiel sein, wenn du etwas erklärst, dass du es nicht tausendmal erklärst, sondern dass du einfach dazu ein Video machst und dann immer wieder auf dieses Video zurückgreifen kannst. Ja? Und wie gesagt, es geht nicht darum, den Kontakt mit Menschen zu vermeiden, weil Network Marketing lebt gerade von zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist ein People-Business. Ja? Es geht lediglich darum, dass du bei deiner täglichen Arbeit einfach effektiver, effizienter wirst. Ne? So. Und wie kannst du das machen? Schauen wir uns einfach mal an, was sind denn die Kernaktivitäten, die uns Einkommen und Erfolg im Network Marketing bringen. Also zum einen ist es, wir müssen in der Lage sein, die geeigneten Menschen zu finden, ja, mit denen wir dann über unsere Produkte sprechen können oder über unsere Geschäftsmöglichkeiten. Dann müssen wir natürlich das Geschäft auf die richtige Art und Weise präsentieren, ja, das Geschäft, die Produkte präsentieren und daraus werden dann, also durch Punkt 1 und Punkt 2 werden dann im Schritt 3 entweder Kunden oder Vertriebspartner oder beides entstehen, ja. So, und dann geht es letzten Endes darum, die Menschen, die sich für das Geschäftsmodell entscheiden, die sagen, jawohl, ich möchte Teil dieser Bewegung, dieses Unternehmens sein. Dann ist es natürlich noch notwendig, dass wir diese korrekt und richtig ausbilden, sodass sie in der Lage sind, ja, den zunächst mal eigenen Erfolg zu produzieren und dann aber auch neue Teampartnerinnen, neue Vertriebspartnerinnen so einzuarbeiten, dass diese dann dementsprechend Erfolg produzieren können. Und das bedeutet jetzt für uns, wenn wir nach diesem Prinzip arbeiten, dass wir im Prinzip zwei Systeme benötigen, ja, und zwar einmal ein System für die Kunden- und Vertriebspartnergewinnung und wir brauchen ein System für quasi die Ausbildung, ja, Ausbildung, Onboarding neuer Teampartner. Und das ist im Prinzip super einfach ja, möglich, weil du kannst im Übrigen, wie so ein System aussieht, das findest du ja zum Beispiel in meinem E-Book, das perfekte Sponsorsystem. Ich werde es unterhalb des Videos verlinken, aber das nur so,
ja am Rande erwähnt. Im Prinzip ist es einfach, ja. Du überlegst dir, was sind zum Beispiel im Bereich der, zum Beispiel in dem Bereich der Vertriebspartner- und Kundengewinnung, welche Informationen stellst du ja den Interessenten immer und immer wieder zur Verfügung? Und jetzt kannst du natürlich das Ganze immer in einem persönlichen Gespräch machen, was ich dir nicht empfehlen würde, sondern du kannst das Ganze auch einfach mal festhalten, ja, und kannst dann im Prinzip für dich überlegen, okay, was sind denn die Schritte, die ich mit einem Interessenten gehen muss, ja, damit es zum Abschluss kommt. Ja, so, und dieses System, das könntest du dann quasi jetzt, ich sag mal, online bringen. Und der Vorteil ist, wenn du das System einmal online gebracht hast, dann kannst du das immer und immer wieder nutzen und musst nicht ständig den Menschen eins zu eins das Ganze erklären. Und du kannst vor allen Dingen das System ja bewerben, ja, mit allem, was du oder welche Wege du diesbezüglich einsetzen willst, ja, ob das PPC, ob das Anzeigen sind, ob du in einem persönlichen Gespräch die Menschen akquirierst und ihnen dann die Informationen zusendest, ist letzten Endes dann ja zweitrangig und dir überlassen. Aber du hast dann für dich ein System, ja, welches nachweislich funktioniert. Das muss auch im Übrigen nicht online sein. Du kannst es online wie offline machen. Entschuldige bitte die Sauklaue hier. Ja, also beides ist dementsprechend möglich. Es kann auch einfach sein, dass du sagst, okay, ich arbeite mit Veranstaltungen, mit Events, ja, wo dann im Prinzip alle deine Partner ja ihre Interessenten einladen können, wo das Geschäft dann präsentiert wird, ja, und dann danach im Prinzip du mit den Menschen dann das persönliche Gespräch suchst. Egal welchen Weg du da für dich wählst, entscheidend ist, dass du dich darauf konzentrierst, immer ich sag mal 90, 95% deiner Zeit, ja, darauf zu verwenden, Menschen in diesen Prozess zu führen. Das heißt, wenn du offline mit Events arbeitest, dann ist halt eben die Hauptarbeit, ja, und die meiste Zeit, die dort reingehen musst, in das Einladen der Menschen zu diesen Veranstaltungen, dass du möglichst viele Menschen auf den Events hast, ja, und dann arbeitest du im Prinzip von Event zu Event. Wenn du das Ganze online machst, dann ist halt eben die Hauptarbeit zu sagen, okay, wie schaffe ich es, dass ich möglichst viele Menschen tagtäglich ja über eine sogenannte Landingpage ja in diesen Prozess hier hineinbekomme, ja? So, und wenn dann, und jetzt sind wir bei System 2, ja, und wenn dieser Prozess läuft, dann werden eben Kunden- und Vertriebspartneranbindungen entstehen. Und dann sind wir schon im System Nummer 2. Und das ist im Prinzip, funktioniert es nach dem gleichen Schema, ja. Du überlegst dir, okay, welche Inhalte musst du vermitteln, dass die Partner Erfolg haben. Und dann kannst du die Leute durch ein einmal vorgefertigtes Onboarding-System führen, ja. So, und der Vorteil ist, du erkennst, wenn du mit so einem System arbeitest, sehr schnell, wer zu den Machern, wer zu den Unterlassern oder wer zu den Gelegenheitsmachern gehört. Ja? So, und dann kannst du für dich immer entscheiden, wie du mit den einzelnen Charakteren dann weiterarbeitest. Ja? Welches sind die Charaktere, die umsetzen, wo du sagst, okay, hier kann ich mehr Zeit investieren, als bei den Leuten, die nicht jetzt so stark in der Umsetzung sind. Aber du stellst mit so einem Prozess sicher, dass egal wie schnell du wächst, ja, egal wie schnell dein Team wächst, dass du eine gleichbleibend hohe ja, Qualität in deiner Ausbildung halt einfach sicherstellst. Ja, so, also, und diese zwei Systeme zu installieren, das ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr, weil die Technik, die ist ja, Gott sei Dank, ja, mittlerweile so weit, dass ja, du, also, wenn du einen ganz normalen PC bedienen kannst mit Word, Excel und so weiter, dann kannst du auch ja für dich so ein System installieren. Also es ist alles mit Drag and Drop, Baukasten und so weiter. Ich werde ja auch unterhalb ja, des Videos einfach mal das Tool verlinken, welches ich nutze. Und ich werde dir auch, ja, das Tool werde ich dir auch zeigen, wie ich das nutze, ja, um, ich sag mal, mein Network-Marketing-Geschäft aufzubauen und vor allen Dingen, welche Tools ich nutze und wie ich das maximal automatisiert mache. Ja, also wichtig ist an der Stelle einfach nur noch mal zu sagen, ja,
Es ist möglich, mit wenig Aufwand mehr zu erreichen, ja, aber es geht halt nicht ohne deinen persönlichen Einsatz. Wie beim Buchschreiben, das Buch muss halt erstmal erstellt und geschrieben werden und dann kann man es dementsprechend vermarkten und tausendfach verkaufen. Und auch so ist, und so ist es hier auch. Du musst halt die beiden Systeme einmal für dich erstellen, einfach dir mal klar werden, wie der Ablauf sein soll. Und dann kannst du dich voll und ganz drauf konzentrieren, ja, diese beiden Systeme zu bewerben, egal ob online oder offline. Und wenn du dich auf diese, wenn du dich darauf konzentrierst, ja, dann wirst du auch mit weniger Aufwand ja mehr erreichen können. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das heutige Video ja ein bisschen einen anderen Blick auch auf Network Marketing gegeben hat. Und ja, dass du den ein oder anderen Tipp für dich umsetzen konntest. Wie gesagt, ich verlinke dir das perfekte Sponsorsystem unterhalb des Videos. Ich verlinke dir auch ja, das Tool, welches ich nutze und vor allen Dingen, wie ich es nutze. Und dann ja, wünsche ich dir ja viel Spaß beim Umsetzen. Alles, alles Gute und natürlich weiterhin viel Erfolg.